Urien. Einfach weil Urien. Okay. Der. Ach, das ist der Kollege, ja, der mit seinem Unterhöschen und der ein wenig verrückten Lache. Und der coolen Musik. Ah, Vögel. Ah, Vögel. Oh, Vögel. Das wird so ein leichtes Ninja Gaiden-Trauma, glaube ich, in mir auslösen. Oh Gott. Okay. 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 Das ist nicht cool, Capcom. Das sind jetzt halt echt so alte Kriegswunden, die sich gerade in mir wieder öffnen. Was bist du denn? Du bist der pinke Anubis. Und da will ich wahrscheinlich runter. Okay. Wow. Was ist... Okay. 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 Mehr pinke Anubis-Typen? So. Aber an sich finde ich, dass das Spiel im Vergleich zu einem typischen Mega Man viel mehr Wert auf Platforming und viel mehr auf Gegner legt bisher. Oh, ja, ist recht. Ich kann sliden, ich bin so blöd. Oh, ich kann doch sliden. Den nehme ich komplett auf meine Kappe. Denn der war blöd. So. Okay. Mehr Vögel. Erst den Stein. Ich sollte vielleicht echt erst den pinken Anubis machen. Und dann den Stein. Das ist vielleicht sinnvoller. Darüber. Okay. Und darüber. Dann da hoch. Und den pinken Anubis. Ich weiß nicht warum. Für mich sieht es halt echt aus wie so ein pinker Anubis. Deswegen bleibt das jetzt auch sein Name. Und dann rutschen wir da. Okay, da wusste ich... Das hat mich jetzt echt sprachlos gestimmt. Wow. Ne? Also, es ist fies. Dieses Spiel ist bitterböse und hundsgemein. Alles, was man sonst noch so in dem Bereich zu einem Wesen, einer Kreatur, einem... sagen kann. Alter, war das fies. Das heißt dann auch, dass ich... Das brauche ich gar nicht, dass ich nicht sofort von dieser Plattform hier runter will. Sondern erst so jetzt, damit ich jetzt sliden kann. Okay. Oh, wow. Dich will ich zuerst erledigen. Hier will ich nach Möglichkeit einfach drüber. Oh, Urien. Du versteckst dich in einem nicht ganz so optimalen... Muss ich da hochklettern? Ja. Ernsthaft? Das habe ich auch noch nie in einem Mega Man so gesehen. Wie cool. Also korrigiert mich, wenn es das schon gab, aber ich wüsste halt nicht wo. Und es war auch wieder so, was mir wahnsinnig gut gefällt. Ja, genau sowas. Ist toll. Ist super. Macht das schön. Oh, oh. Ihr Säcke. Geh mal weg. Nee, dass halt wirklich diese Gegner hier auch reflektieren und ich dementsprechend auch wirklich pinker Anubis aufpassen muss. Wann ich denn schieße? Das gefällt mir wahnsinnig gut, das Prinzip. So, das machen wir uns schön einfach, indem wir da hängen. Nur sie nicht trauen, nochmal springen. Okay. Au. Oder aber ich baller einfach wie ein Bekloppter und schieße dann meine eigenen Kugeln ganz schnell kaputt. Das geht auch. Yep. Hä? Ach so, da ist wieder so ein Zaun. Netz. Okay. Jetzt machen wir mal ganz simpel und easy von hier. Damit wir die alle loswerden. Und dann gehen wir hier rein. E-Tank, wie komme ich da hin? Oh, da gibt es garantiert irgendeine Waffe, mit der ich da hinkomme. Rankomme. Oh, die hätte ich gerne. Mm. Sowas ist gemein. Vor allem, weil ich den echt gut gebrauchen könnte. So, da ist auf jeden Fall die Boss-Tür. Okay.
Wir gucken erstmal, ob wir ihm vielleicht damit Schaden machen. Nö. Ja, ist schon recht. Okay. Knee-Drop, 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 Knee-Drop. Gut, zwei Versuche. Zeig mal her, Urien. Ob du schon in meinen Möglichkeiten liegst. Okay, du machst den Charge, du machst den Knee-Drop. Und die Kugeln. Ah, den Charge. Knee-Drops, Charge. Super. Ach, das... Jetzt weiß ich, wer das ist. Du bist aus Third Strike. Okay. Läuft das gut. Also er ist ein wenig schneller als Chun-Li. Das ist mein Problem gerade. Wäre er nicht so schnell, wäre er aber auch nicht so schwierig, glaube ich. Okay, da chargest du. Jetzt schießt du, jetzt machst du... Knee Drop, ich bin reingesprungen. Ich bin ein Vollidiot. Ah. Oh. Natürlich ein Doppel-Knee Drop. Du Arsch. Charge. Die Wand nach oben. Doppelsprung. Charge. Doppelsprung. Dreif. Alter, ist das... Übel. Ja. Wir probieren erstmal durch, würde ich sagen. Viper. Ich möchte jetzt echt erstmal alle durchgucken, schauen, wen ich hinkriege und die anderen danach einfach brutal zerpflücken wie sonst was. Ja, das war. Das ist schon recht. Ach, und jetzt darf ich den Sobald man da drin sitzt, steuert man die quasi. Und sonst swooshen die einfach so durch die Gegend. Huch. Swoosh. Dann fahre ich mal hoch. So. Irgendwie tut es, glaube ich, weh, wenn er trifft. Wow. Da hätte ich mich drunter her sliden lassen können. Die Energie da oben brauche ich jetzt noch nicht so dringend, würde ich mal behaupten wollen. Okay. Next. Next. Oh Gott. Danke. So. Komm ich da hoch? Nein. Fahrstuhl. Hallo, ich brauch dich mal. Mit Danke. Oh, fuck you. Hallo, kannst du mal bitte herkommen? Guck mal, ich slide hier unten hier. Hol mich ab. Du bist quasi so der Rettungshubschrauber, der mich dringend retten muss. Nein. Oh, ich wusste es, dass ich... Oh Mann. Hallo, rette mich. Hallo. Danke. So, da raus. Und... Ach, du... E-Tank. E-Tank, ich sehe dich. So, meins. Meins, da steht mein Name jetzt drauf. Schieß. Schieß nochmal. So. Bap, bap, bap. Oh Gott, er lebt wieder. Und wieder von hier. Behalte ich wenigstens meinen? Ja, natürlich, mein E-Tank behalte ich. Also, sowas ist dann doch ein wenig doof. Ich meine, ich hätte es mir denken können, klar. Aber dass es dann wirklich so endet, das ist natürlich dann ärgerlich. Weil man damit nicht unbedingt dann doch irgendwie... Ich habe nicht mit gerechnet, letztendlich. Oh Gott, und es dauert auch noch eine Runde. Ja, noch eine Runde. Das ist schön. Du Arsch. So, wir wissen aber, was hier passiert. Wenn die Items nicht mehr da sind, was sie sogar... Was? Das könnt ihr nicht ernst meinen, Capcom. Ah, und ich kann so... Oh, cool.
Okay. So, mein lieber Hubschrauber. Hubschrauberkapsel. Kapsel, Hubschrauber. Dingsbums. Rette mich. Bitte. Und bring mich hoch. So. Wenn der E-Tank wieder da ist, dann feiere ich. Dann feiere ich wirklich. Aber da gibt es eh nur eine Möglichkeit. Nein, der E-Tank ist natürlich nicht mehr da. Okay. Aber ich kann innerhalb der Stage auf jeden Fall nicht Game Over gehen. Das ist schon mal was Gutes. Würde ich mal sagen. Düdeldüb. Natürlich. Natürlich gehe ich wieder falsch. Komm. Danke. So, da oben ist ein Ding, dem wir einmal ausweichen wollen. Waffenenergie. Oh. Jawohl. Die ist nötig. Das sieht mir jetzt ziemlich nach einem Mittelpunkt. Au. Autsch. Einfach runter. Was zum Geier? Was? Auch eine Methode. Ich muss da hoch. Bin ich jetzt sicher? I safe? Ich habe noch ein Leben, okay. Da oben ist wieder ein E-Tank irgendwie. Mit wem komme ich da dran? Das Problem ist, die hätte ich gerne. So. Nein, der respawnt nicht, oder? Nein, okay. So. Und darüber. Alter! Das hat mir auch erstmal einer erklären müssen, was ich da machen sollte. Das war cool. Das war zwar nicht sehr nett, aber es war cool. Es war halt echt sowas, wo man dann wirklich mal wieder Zeitdruck hat. Das hat mich gerade so ein bisschen an den ollen Quickman erinnert. Nur so ein ganz klein wenig. Hi, bye bye. So, Versuch 1. Wir schauen mal, ob der Lightning Kick was bringt. Ich glaub's zwar eher weniger. Was kann Viper denn? Okay. Doch, tut er sogar. Okay. Ups. Sehr schön. Yay! Also, Viper konnte ich jetzt einfach so downforcen. Ziemlich, ziemlich easy. Das macht schon mal 2. 2. Und der Vorteil ist, wir wissen jetzt, Lightning Kick gegen Viper. Da kommt der kleine Dan wieder. Wir kriegen den Optik Laser. Oho. Oho. Das gefällt mir.